Moderat sind zurück und haben mal eben eine der wichtigsten Comeback-Platten des Jahres abgeliefert. Und wie immer machen die drei Berliner dabei Schwermut tanzbar. Und wo könnte man besser über die dunklen Seiten der Seele sprechen, als auf einem Gute-Laune-Ausflugsschiff? Melancholie hat ja ist ja so eine sehnsüchtige, positive Traurigkeit. Ganz früher war es mehr eine Krankheit. Aber es war eigentlich schon seit sehr langer Zeit den Menschen bewusst, dass das auch eine Triebfeder ist, dafür tolle Sachen zu schaffen. Ich hatte schon melancholischere Phasen in meinem Leben. Ich glaube, jetzt gerade bin ich sehr zentriert, würde ich mal sagen. Die haben dich geheilt. Wahrscheinlich haben die beiden mich geheilt, ja. 1, 2, 3, 4! Diese Heilung beginnt vor mittlerweile 11 Jahren, als Mozelektor aus Brandenburg mit ihrer Mischung aus Knarzen, Großstadt-Techno, Hip-Hop und Volksmusik die Berliner Clubszene aufmischen. Ein skurriles Männerduo für die Ewigkeit scheint es, bis ihnen der Feingeist Sascha Ring alias Apparat über den Weg läuft. Ein Denker und Elektroniktüftler, der auch noch Gitarre spielt und singt. Moderat war geboren. Wir wollten ja immer so wie die Beschmut sein, insgeheim, so der kleine geheime Kinderwunsch, so den man so hat, ja. Und mit Moderat können wir das halt machen, weil es einfach da irgendwie, da ist ein Sänger, der in der Mitte steht. Es folgen eine Trennung, eine Reunion, drei Alben und hunderte Konzerte auf der ganzen Welt. Moderat werden international eine der erfolgreichsten deutschen Bands. Das wird von außen immer so als kompliziert betrachtet, aber ehrlich gesagt realisieren wir das alles gar nicht so, was da alles passiert, weil wir so in unserer Materie drin sind. Und ehrlich gesagt wollten wir ja mit Moderat sowas. Und sowas ist dann das hier. Manchmal ist es wirklich so, also wenn du so eine richtigen Tourphase und du kommst in so eine Großstadt, wo Tatsache finden manchmal Doppelshows in der Location statt. Und der Backstage wurde gerade geräumt von der Band davor, die Early Show gespielt haben. Ne? Und dann kommt da noch so ein Hauch. Diesen Hauch des einsamen Tourlebens hat Sebastian Schari in unzähligen Fotos trostloser Backstage-Räume festgehalten. Dokumente des Ankommens und Abschieds von einem gebrauchten Raum, die jetzt als Bildband veröffentlicht wurden. Diese Stimmung in diesen Backstage-Räumen ist selten eine Partystimmung. Ne? Meistens sitzen die Leute da so in sich gekehrt und warten. Und deswegen hat meiner Meinung nach das auch wieder was sehr Melancholisches.
Da wäre sie wieder, diese seltsam tiefschürfende Moderatmelancholie, der man sich nicht entziehen kann. Und deshalb dreht sich auch in den Texten von Sascha Ring alles um Ängste, Zweifel und den Kollaps der Moderne. Ich habe irgendwie immer noch das Gefühl, wir sind noch irgendwie am Anfang. So, wir sind immer, also ich finde, wir testen uns da immer aus und sind da noch irgendwie noch lange nicht da angekommen, wo wir eigentlich moderat sehen.